Aloha, Freunde, und herzlich willkommen zum LS19 mit dem Drack. Ich steck fest, warte. Sag mal, tickst du Und dem noch? Weed. Tickst du noch? Warum? Mir ist gerade der Betonmischer aus dem Gegenverkehr gefahren, ins Fahrzeug gefahren. Der Betonmischer. Ja. Hallo, wozu habe ich denn... ich habe 60 Tonnen hinten dran und 50.000 Tonnen vorne auf der Straße. Wie kannst du mich wegschieben? Sicher, dass du nur 60 Tja. Tonnen auf der Straße hast? Aber schön, dass Oh, du kurz gewartet hast, bis meine dein andere Trecker wiegt so doch fett auch war. was. Ja, ich weiß Yay. schon. Also ich werde wahrscheinlich einmal quer über Feld 8 fahren, oder ist das ein Problem? Können wir da eine Straße Klar. bauen? Warum will er das Quer über nicht? Feld 8. Du Können wir uns nicht kannst eine über BGA auf Straßen Feld mit 21 17 setzen? Wir können uns selber fahren. keine BGA bauen. Nicht? Zwischen 8 und 17. Er ist doch ein Feldweg. Kannst doch durch. Zwischen 8 und 17, das ist eine Straße. Du meinst zwischen 8 und 9? Oder so. Ja, zwischen 8 und 9 ist ein Feldweg und dann scharf links quer über die Straße mit Warnblinker wieder zurück auf Warte den Weg. mal. Nee, ich meine zwischen 9 und 17. Aber da, wo du jetzt fährst, ist auch gut. Zwischen 9. Ja, nee, ich kam von der Straße. Warte mal, 3? Ja. Tempomat geht. Aber wenn ich auf die Karte gehe in dem Gerät, Bleibt da stehen. zeigt der Parlament Tempomat. stimmt gegen den Brexit-Deal. Hätte Echt? damit gerechnet. Echt? Haben sie gegen gestimmt? Ja. Heißt Brexit Heartbreak. Ja, jetzt hat May 3 Tage Zeit, um einen Entwurf zu präsentieren. Also die Leute da, die hier diese Folge sehen, ihr werdet wissen, wie es weitergeht mit dem Brexit. Schreibt es uns in die Kommentare. Ihr wisst es schon. Schreibt eh keiner in die Kommentare. Doch, der Bastard schreibt manchmal Kommentare, wenn ich so blöd war, Der, Equip zu drücken ja, oder aber der so. Bastard schreibt nichts in die Kommentare zu LS. Nee. Weil der ist ja dabei. Nicht in allen Folgen. Ja. Nee, in ein paar Folgen war ich nicht Ja, dabei. immer in der Ach, das hat es letzten überhaupt nichts nicht. gebracht, dass ich abgekürzt habe, weil ich nicht abgekürzt habe, dadurch, dass. Fahr doch einfach die Straße lang. Ich dachte, ich kann im Hafen nur abkürzen, aber. Die Nee. rechte oder die linke? Ach, okay. Hier sieht so aus wie Kraut und Rüben. Dann kipp daneben. Mach noch eine dritte Spur. Ne, ich mache einfach eine Reihe. Daneben wäre aber besser. Hä, warum? Wenn du es denn pressen musst und dann die Folie rüberspannst. Du musst es ja noch pressen und dann muss die Folie noch drüber gespannt werden, dann musst du warten, dann wird daraus erst die Lage. Ja, es ist schon fast 100% verdichtet. Wenn jeder nach dem Abladen 3 Bahnen drüber fährt, dann haben wir nicht das Problem. Also ich bin gleich voll. Ja, schön. Mir fehlt hier noch ein. Wo ist denn der dritte Abfahrer? Der verdichtet gerade, warum? Nee, der dritte, der Buster. Der sitzt Der sitzt im Trecker, weil er selber fahren möchte. Oh, bis dahin komme ich. Gut. Ja, zählt Fahr ich mal aber. los. Der Buster Wie kann auch kann es einfach eigentlich den sein, Helm. Ah. dass wir keine gerade Zahl an Häckselgut in dem Ding drin haben? Ich Dass bin wir voll. 160.000 und hinten Bin voll. 22 drin Bin haben? voll. Okay. Warte, Weil ich muss kurz mein Handy umschalten, die ganzen keine Push-Benachrichtigungen. vollen 156.000 reingefahren habe. Ich war ja nicht Ah. voll. Hä, bist du da sonst immer? Okay, das ist richtig. Besonders wenn ich mit dir zusammen zocken muss. War der Whisky zu gut? Besonders wenn ich mit dem Otter zusammen zocken muss. Das Das ist erträgt man Blutdruck, das ist eigentlich was auch. anderes. Ja. Deswegen sauf ich aber hoch. Jetzt schiebst du Sollte es auf man bloß nicht mich. zur Gewohnheit Ja? werden. Wie bist du eigentlich an dem Bahnübergang vorbeigekommen? Über die Schiene gefahren. Wo bist du nur? Also bist du zwischen Feld 6 und 7 vorbei, oder wie? Ja, da, wo ich jetzt langfahre. Achso, du bist nicht über den Feldweg gefahren, Nein, ich okay. fahre über die Straße einfach. Bist ein Junge von der Straße? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was heißt denn eigentlich nicht? Da, wo ich gewohnt habe, gab es Straßen, ja, aber ich war da selten unterwegs drauf. Ich hab geblinkt. Passen wir aneinander vorbei? Ja, klar. Ja, ich auf dem Feld war. Irgendwas wollte ich heute noch ansprechen, bis der Weed wieder Scheiße gebaut hat und ich es wieder vergessen habe jetzt. Du bist alt. Nee, du hast mich gerade abgefuckt. Dschungelcamp. Nein. Bachelor. Nein, so scheiß gucke ich auch nicht.
DSDS. Das ist dasselbe Müll. Leider. Alles nur Blödsinn. Alles derselbe Müll. Alles sorry, Feld. Über fremder Leute Felder darfst du ruhig fahren, die sind egal. Ja schon, aber das könnte mal uns gehören. So, ja, hier kommt der Betonmischerfahrer auf dem Vorher wieder. Sicher? Der fährt abgebremst. Der fährt ständig im Kreis. War es der rote oder der schwarze? Der schwarze. Nee, mich hat der weiße gerammt, sorry. Dann gibt es sogar drei. Gibt einen roten und einen schwarzen und einen weißen dann anscheinend. Ja. Also nichts aus dem Fernsehen wolltest du ansprechen? Nee. Dann kann es nicht wichtig gewesen sein. Aber wir haben gleich 666.666. Warte mal, hat er sich nach unserer letzten Aufnahme was ergeben? Nö. Von den Themen dort? Außer, dass es wirklich kein Kantholz war und dass Bilder, Videos, Material veröffentlicht wurde? Hä? Ah, Steuerung Kantholz. Links. Steuerung links. Steuerung I, oder? Steuerung, linkes Steuerung und ja. I. Linkes Steuerung und I. Otter, fahr das mal nicht platt. Das nehmen wir nachher mit dem Mähdrescher auf. Was der hier stehen lässt, der Idiot. Der macht die Klappe hinten nicht zu. Doch jetzt. Basta, der ist, glaube ich, stärker als du. Das hat eins, was sich ergeben hat, dass dann meine Frau gestreikt hat danach. Streik ging von, ich glaube, Mittwoch 0 Uhr. Die streikt noch morgen wieder. Ja, aber nicht meine Frau. Frankfurt ist ja, heute haben sie in Norddeutschland in Bremen und in Hamburg. Oh, es wird neblig. Gestreikt. Genau, und morgen ist Frankfurt dran. So. Nee, war Frankfurt nicht heute auch schon? Ich glaube, heute, morgen oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Köln ist morgen nicht dran. Jetzt wird erstmal bis zum 23. Also heute am Dienstag. Also Köln wird bis zum 23. erstmal nicht bestreikt oder 29. weil da sind die erst wieder Verhandlungen. Immer nur ein Streik. Ja. Pro Flughafen. Jeder nur ein Kreuz. Jeder nur ein Kreuz. Kännchen nur draußen. Reicht auch, ne? Ja, ist aber schwer. Man hat wieder mitgekriegt. Also Fließender Übergang? Schatzi war ja. Was? Fließender Übergang? Nein. Nicht? Ey! Und dann beschwert er sich, dass ungerade Zahlen im Sinn. Mann. Der Witz war ja, also die haben ja um 0 Uhr angefangen, Schatz hat ja an dem Tag um 23 Uhr angefangen zu arbeiten. Da hat sie dann nicht mit... Ich hab noch keine 55 drin. Wenn es so weitergeht, ist meine voll von deinem. Was macht denn da für Blödsinn? Ey, wir fahren nebeneinander hinter dem Häcksler hinterher und er kann sich nicht so ganz entscheiden, wo er einladen soll. Ja, weil er mit der ID nicht klarkommt. Ja, er pustet immer rechts und links vorbei. Ja, dann halt aber nichts aber bei euch irgendwo drin, steigen oder? Die Zahlen. Doch, bei mir steigen die Zahlen und bei Master steigen die Zahlen. Ja. Jetzt kommen gleich Wetten wieder durcheinander. Ich bin gleich full. 54, jetzt. 6, nein. Oh, jetzt. Nee, die ersten drei Stunden hat sie nicht mitgestreikt, also von 0 bis 3. Also musste sie arbeiten. Weil sie sich dachte, naja, bringt ja nichts. Streikgeld ist am Ende weniger als diese drei Stunden arbeiten. Aber sie hat sich direkt angemeldet für den nächsten Tag. Okay. Da hat es, also für denselben Tag ja denn, da hat sie dann vor Dienstbeginn gestreikt von, ich glaube, von 21 Uhr an bis 0 Uhr dann. Also eine Stunde Arbeitszeit hat sie gestreikt. Was war das? Von welcher Marke ist der? Ein kleines schwarzes Auto. Der Big X ist Krone. Krone. Wie die Krone. Das. Wie dein Anhänger. Das gibt's nicht. Ey, blödes, kleines, schwarzes Auto Krone. Hier. Christian Lindner ist am Start, aber Krone nicht. In die Seite rein. Mann. Hey, bin ich jetzt blind? Jetzt fährt der Frotz frech weiter. Es gibt bei den Marken kein Krone. Echt nicht? Nein! Warum gehst du über Marke? Weil ich den Anhänger dazu suche. Was willst du mit dem Anhänger dafür? Du weißt, welchen Anhänger ich meine. Der uns die Arbeit erleichtern würde. Der erleichtert uns gar keine Arbeit.
Warum meinst doch? Den, der Weil der so, hinter dem Krone hängt, der Krone würde ihn beladen, aber uns nicht. Doch, der Krone belädt den Anhänger und du kannst aus dem Anhänger im laufenden Betrieb abladen. Ja, wo ist jetzt der Unterschied zu jetzt? Wir fahren da eh schon eine Schlange hintereinander. Ja, aber das, auch wenn keiner dahinter ist. Hier ist Krone. Ja, hier ist er dauerhaft. Hast du dir die Kommentare zu der Mod durchgelesen? Nein, warum? Das soll wohl noch nicht so ganz funktionieren, wenn der aufgeflügelt ist. Okay. Du meinst den, der so V-förmig sich ausklappt, ne? Ja. Ja. Der dann quasi quer zum Überladen ist. Ja. Aber das ist ein Mod. Ja. Okay. Die Mod soll noch nicht ganz funktionieren. Da waren böse Kommentare drunter. Mod-Vorschläge, Mod-Hoster, Krone-Überladewagen. Überladewagen. Der funktioniert nur beim 1180, steht hier. Weht, wenden. Also im Forum hier steht, der funktioniert nur bei... den großen Krone. Nur bei dem großen, nur bei dem, den wir haben. Ja, es gibt auch keinen anderen Krone. Ja, eben. Ich glaube, der andere ist der... Denkt einer, dass er beim Rasenmäher nicht tut? Der andere ist der Rasenmäher, das ist richtig. Ja. Wie voll bist du? 40. Läuft ja, auch mit Helfer einwandfrei, dann können weiter so. Hat sich da was getan? Vielleicht. Anscheinend am 28.12. Das ist schon ein bisschen her, der 28.12. Am 27.12. hat er geschrieben, tut nicht. und am 27. auch einer geschrieben, ich habe den Mod von woanders funktioniert nur teilweise. Das ist mein Lieblingskommentar. Die zwei Felder hier können wir nicht verbinden, oder? Würde ich lassen. Schade. Mein Handy kann sich vor Push-Benachrichtigung nicht mehr zusammenreißen. Warum? Was kriegst du denn jetzt für Nachrichten? Ja, Brexit. Ach so. 55. Ja, gehen sie nur jetzt oder gehen sie nicht? Na, sie gehen höchstwahrscheinlich, aber nicht so wie geplant. Nicht so wie so, wir geplant. Also die letzten Monate Verhandlungen, alles für die Katz. Also nicht so wie richtig. Wir geplant oder den, so wie die geplant? Und den Beagle der Queen. Also nicht so geplant. Nicht so wie die wollten, weil das möchten sie nicht. Also so wie sie wollen, wollen sie nicht. Genau. Das ist doch deren Problem, nicht unseres. Ganz im Ernst. Ich bin dafür, schmeißt sie raus, lasst sie gehen und fertig ist. Aber die armen Nordirländer. Das ist ja nicht mein Problem. Aber das ist schön. Das kann durchaus sein, aber ist ja nicht mein Problem. Beziehungsweise die grüne Grenze dann zwischen Irland und Nordirland. Ist dann ja blöd. Ja, ich sehe es ganz simpel. Die haben das so gewählt, die Mehrheit von denen. Dann müssen sie mit dem Ergebnis leben, also müssen sie austreten. Die meisten, die das gewählt haben, nicht mittlerweile schon gestorben? Ist ja scheißegal. Das ist nun mal Demokratie. Die haben so gewählt, also müssen sie mit dem Ergebnis leben. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder sagen, wir machen jetzt nochmal eine Umfrage, ob wir das Ergebnis akzeptieren wollen oder nicht. Wenn sie die nicht machen wollen, was sie ja anscheinend nicht wollen, müssen sie halt einfach austreten mit dem Ergebnis, denn entweder anscheinend machen wir noch irgendwelche bilateralen Abkommen mit der EU, um meinetwegen Einfuhrzölle zu vermeiden oder irgendwie Vergünstigungen zu kriegen, oder machen wir sie nicht. Und wenn nicht, haben sie Arschkarte gezogen. Wenn sie es auch nicht wollen, dann sind also sie halt... Also entweder ich will raus oder ich will günstigen Zoll. Also ich, oder ich will gar günstigen Handel. Ja, ne? Entweder, du kannst ja auch was, kannst ja auch ein Zwischending machen. Du kannst ja mal sagen, wir treten aus der EU. Euro hatten sie ja sowieso aber auch nicht. Ich mein Knie am Tisch anbohren, ist halt nicht so cool. Aber wir wollen halt günstigere Zölle haben, statt gar keine. Ja. Ja, weil aktuell innerhalb der EU bezahlt sie, glaube ich, gar keine Zölle. Das nächste Freihandelsabkommen. So. Dann müssen sie es aber jetzt mitverhandeln. Oder sie sagen einfach, wir gehen. Und wenn sie nicht sagen, dass wir gehen, dann können wir die BGA bitte glatt einfüllen. Ich kann hier nicht hochfahren. Deswegen fühle ich es ja von hinten ein. Ich bin da nicht weitergekommen. Ja, same. Da ist irgendwie so ein Haufen. Da ist irgendwie ein Hubbel drin, habe ich so das Gefühl. Ich fahre immer von hinten ran. Erläutere von hinten. Ja. Ja, wo ist denn hier hinten und wo ist denn hier vorne? Auf, komm, kleines Tier, zieh! Hinten ist da, wo das Zeug schon gestapelt ist. Da ist hinten.
Ja, da komme ich mit meinem Fahrzeug nicht mehr rein. So, wie leer oder? Bist du noch, Drak? Ich bin noch ganz leer. Ich habe nur gewendet. Ach so. Und neu gestartet. Ich bin jetzt bei 10.000. Ach so. Dann geht das ja noch. Ja. Deswegen sage ich, das reicht ja, wenn man es so macht. Brauchen wir ja keinen Überladewagen für. Der müsste aber bloß gucken, was er mit der Silage machen. Gibt ja zwei Stellen, wo du die Silage abladen kannst. Ne? Einmal an der Scheune verkaufen oder einmal an die BGA selbst verkaufen. Wenn sich jemand so genau hinschaut und sich wundert, wir haben übrigens gerade eine große Nachfrage am Getreidesilo. Ja, für Eier. Genau. Ja, ich habe geguckt. Also, ich werfe mein Ei auch ins Getreidesilo. Jetzt, wo du sagst, ist vollkommen logisch. Ich habe gesehen, oh, große Nachfrage, geil. Getreidesilo, geil. Wir haben ganz viel Mais reingeholt, war Feld 15, war mit Mais voll und sag ich, cool, passt, guckst hin. Ah ja. Moin, was soll denn der Scheiß? Warum geht denn der Tempomat nicht an, wenn ich auf den Tempomat drücke? Drück einfach W ganz tief durch. Das wollte ich ja vermeiden. Ups. Ein Objekt. Ja, ja, ich bin das Objekt. Ach, du Helfer, ey. Du bist so teilweise strunzdämlicher als mein Sohn. Huch, bin ausgestiegen. Stopp. Nein, das wollte ich so nicht. Nein. Nein. Ist das meiner? Ja. Zack. Hallo. Ich hab Helfer gedrückt. Immer wieder lustig, wie der Bastard so die Reste aufsammelt, die der Hexer stehen lässt. Ja, lohnt aber nicht wirklich. Nee. Die paar rein. Ja, weil halt nicht, jetzt auch nicht gedüngt, gar nichts, ne? Sind ja nee, nur 50. War nicht gedüngt. Ist so 50%, also nicht mal, doch ungedüngt sind die Felder sogar. Warte mal, Kalk ist inzwischen auch aus, oder? Kalk müsste bald aus sein, weil alle dreimal. Ich bin übrigens bei 43. Leute, der Gegenverkehr hat mich gerade weggeschoben. Ich bin bei 44.000. Also ich meine, Kalken nötig ist aus. Ja, ja. Nee, weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt bei 47.000. Ja. Ich hüpfe. Also ein bisschen passt noch. Passt noch. 51. Oh, Entschuldigung, lieber Häcksler. Hast du noch einen Rotz, den du reinpumpen möchtest? Bitte. Möchtest du jetzt wenden? So einen kleinen Puffer hat das Ding ja auch wenn das nicht anzeigt, ne? Ja, ja. Ganz klassisch, aber nur wirklich nur minimal. Weiß nicht, so 1000. Was machen wir mit der Bahn, die da steht? Soll ich die abfahren? Die Bahn? Ja, hier steht eine Bahn. Einfach zu dir stehen lassen. Okay. Die fährt von alleine wieder weiter. Nein, ich meine... Ach, die Bahn. Die Bahn. Basta, kommst du hinter mir, bevor die da unter den Platz klaut? Draki, das sieht nicht so aus, als würde das funktionieren, was du da machst. Kann ich machen. Ich bin voll. Mach da mal eben einen Screenshot von dem, was der Draki bei mir macht und schieb's hier in den Farmchat. Ei. Das sieht nicht aus, als würde der das... Das sieht auch beim Buster gerade nicht so aus, als würde der das machen, was er machen soll. Vielleicht zeigt er einfach nur der Computer das nicht an, was du... Nee, der pumpt es nicht beim Buster in den Hänger, sondern der schiebt es quasi hinter sich links ins Feld auf den Boden. Aha. Dann sieht das auch nur bei dir so aus. Also bei mir läuft das grünstrahlig Elekkotz in den Hänger. Ja, du musst mal gucken, was sie da gerade für ein Bild gepostet haben. Ah! Das werde ich dann ja in 2 Wochen sehen. Ja, bei mir strahlt er das instant in den Boden. Okay. Gründüngung also. Ja, vielleicht macht er auch einen Graben dadurch. Also ich weiß nicht, wie viel Druck das da rauskommt, aber... Nicht so viel. So.
Haben wir den Zuschauern eigentlich schon gesagt, welches Rohr die Maschine hat? Das lange Dass natürlich. es die in zwei Ausführungen gibt. Wir haben uns für Echt jetzt? langes Rohr entschieden, ja. Ja, lol. Ein langes Endrohr, ja, hoffentlich. Und Breitreifen natürlich, oder? Ja, klar. Welcher Reifenhersteller? Weiß ich gar Trelleborg hat nicht. ja ein richtig geiles Profil. Trelleborg ist übrigens Ja, eine No, gibt's müsste gar nicht, ne? Trelleborg sein. Ich glaube, Trelleborg gab's nicht bei Reifen. Weißt du, was es auch nicht gibt? Noch mehr von dieser Episode, wird dies vorbei. Oh, Oh, wirklich? tschüss. Ja. Okay, tschüss. Tschüss.